Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark, die gerade schon etwas eigenartig beginnt. So, ich setze mich erstmal hier hin. Guck mal, wer wieder da ist. Unser kleiner Dimo ist wieder da. Und ich weiß nicht so richtig warum, der war eben da beim Einloggen. Das Einzige, was ich eben kurz gemacht habe, ist mich aus dem Stein befreit, weil da bin ich leider reingebackt, weil ich so schlau war und mich auf dem Stein ausgelockt habe. So, ja. Wir lassen Dimo mal hinter uns herflattern. Wir waren gerade dabei, uns noch ein bisschen Pelz zu besorgen, weil es hier ja doch recht kühl ist. Aber ich weiß ja jetzt mittlerweile, ganz toll, wie Biber aussehen. Ja, und deswegen werde ich uns jetzt erstmal einen Biber besorgen. Ich war halt bei den letzten Folgen, also in der letzten Session, schon nicht mehr ganz so aufnahmefähig, wie ich hätte sein sollen. Das weiß ich, aber gut, ist halt so. Besorgen wir uns gerade noch mehr Pelz? So furchtbar viel Essbares haben wir ja nicht mehr. Und es ist recht kühl. Aber ich glaube... Ja, Pelz oder jetzt gleich ein Biber besorgen? Ach, hier sind jetzt die beiden Mammuts. Die beiden Mammuts, die nehmen wir jetzt mal mit. So. Ja, ich habe ja am Ende der letzten Session, habe ich ja schon gesagt, ich hätte fast vergessen, dass ja auch noch... ja, dass mir noch die Hunde gebracht werden und dass die eigentlich schon spät dran sind und ich jetzt vielleicht mal aufhören sollte. In dem Moment, wo ich die Aufnahmetaste gedrückt habe, also die Aufnahme beendet habe, in dem Moment klingelte es an der Tür. Das war so perfektes Timing, das war unglaublich. Habe ich das andere Mammut jetzt gerade auch schon? Na gut, habe ich anscheinend. Das ist halt so im Eifer des Gefechts passiert. Sowas kommt vor. Wie viel Pelz bringen wir denn jetzt mit nach Hause? 23 ist echt nichts. Das ist echt ein bisschen blöd. Achso, Moment. Nahkampfschaden. Es ist wirklich ein bisschen blöd. Ich sammle jetzt nochmal ein bisschen was. Wir sind jetzt gerade mal hier. Jetzt können wir das auch nochmal ein bisschen weitermachen. So, hier haben wir einen kleinen Rhino. Machen wir auch gleich wieder per Hand, dass wir den auseinandernehmen. Oh, da oben ist ein Rex. Einmal hinsetzen. Rexy da oben wird nicht aufmerksam. Kann ja nur mal gucken, ne? Rexy da. Ist doch eben gesehen. Jetzt ist er zu weit weg. Macht nichts. Ich glaube, das war einstellig, das Level. Inventar öffnen. Hat eh nichts dabei. Wir brauchen eigentlich den Kram auch nicht, den er dabei hat. Davon mal ab. 5 mal Pelz. Das ist nicht die Welt. Nicht wirklich. Da haben wir noch 2 Mammuts. 2 Mammuten. Ich weiß leider auch nicht mehr genau, wie viel Pelz wir überhaupt noch brauchen. Und da oben ist noch ein Rex. Den schaue ich mir auch gleich nochmal an. Ich weiß, wir holen uns jetzt auch keinen Rex. Ich habe dazugelernt. So, ich bin gerade ein bisschen konzentriert. So, ich hoffe, unser Dimo, der krepiert dabei nicht. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Alter Scholli. Mist, jetzt habe ich den anderen... Habe ich das andere Mammut wieder so auseinandergenommen. Das war ja nun nicht in meiner... Na, du liegst da ja gemütlich. Das lag ja nun nicht in meiner Absicht, aber okay. Huch. Schwund ist halt überall, ne? So. Oh, das sieht ja schon viel besser aus. 13 mal Pelz. Jetzt haben wir... Ach so, hier, 18. Jetzt haben wir insgesamt 41 mal Pelz. Das sieht doch schon besser aus als 23. Und wie viel Leder wir haben und Gekröse und... Ja.
Ach so, hier oben, Mammut, wollten wir uns noch mal kurz angucken. Ich habe langsam echt Hunger. Also so langsam sollte ich mir mal was brutzeln oder so. Aber ich möchte das Level jetzt noch mal ganz schnell sehen. Da, 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 da. 28, nö. Nö. Wäre ja viel zu einfach. So. Geben die Rehe auch Pelz? Ich weiß es nicht. Kann ich die Rehe tragen? Kann ich. Mann, siehst du gerade doof aus. Ein bisschen bedeppert. Überlebt es aber ziemlich gut, so ein Sturz aus luftiger Höhe. So, weiter. Wir wollen einen Biber. Ich hoffe, ich finde jetzt auch noch einen Biber. Ich habe ja nochmal in die Aufnahmen reingeschaut und jetzt weiß ich, wie ein Biber aussieht. Und ich glaube, ein bisschen konzentrierter hätte ich sie eigentlich auch schon in der Aufnahme sehen können. Level 40 ist natürlich nicht schlecht, aber nein, jetzt nicht. Es ist immer nur so, mal gucken. Ne, so wie andere Frauen, ne, beim Shoppen Schuhe gucken und nicht kaufen, so gucke ich Rexe, aber tame sie nicht. So, oh Gott. Da war noch nicht wirklich geladen. Wo war ich denn immer so vorbeigekommen? Ich weiß das jetzt gar nicht. Ich glaube... Wir folgen hier mal dem Flusslauf. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Jetzt ist es leider dunkel und ich sehe nicht so gut. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber mir wurde auch mitgeteilt, dass dieses Ding, das wir mal im Wasser gesehen haben, dass das ein Biberbau war. Ein Biberbau, den man ausräumen kann. Ein Biberbau, den man ausräumen kann und dann kommt ein Biber, weil er sein Hab und Gut verteidigt. Ja, so schaut's aus. Ich glaube, das da ist jetzt nur eine Pflanze oder ein Fisch, ne? Ein Fisch. Ein Fisch mit Öl. Oh, ich brauche Helligkeit. Aber ich wollte auch nicht mehr im Dunkel... Quatsch, im Dunkeln. Ich wollte auch nicht mehr im Schneebiom bleiben, weil es doch etwas kühl wurde. Wir sammeln mal die Crate ein. Vielleicht gibt es da ja was Schönes. Ich habe da doch gerade auch irgendwas juckeln sehen. Hier. Un Bronto. Gott, der Ärmste, der hängt da ja völlig fest. Ach, der hat da ein kleines Problemchen unterm Bäuchlein. Na ja, gut, die müssen ja auffressen, ne? Haben wir auch Hunger. So, kommt hier irgendwas? Gerade nicht. Ein Sattel, ich guck gleich, wenn ich hier wieder sicher auf dem Vogel sitze. Dass das nachts so dunkel sein muss. Mensch. Bop. Für eine Raptor-Sattel. Das ist jetzt ja nicht das, was wir so unbedingt brauchen, aber okay. Ich wollte dem Flusslauf folgen. Wo sind wir jetzt? Ja doch, aber hier sind wir, glaube ich, richtig. So, und ich glaube, an der Gabelung da, wo in der Mitte denn das Redwood-Biom von den Flüssen umfasst wird, ich glaube, da war das, wo ich Biber gesehen habe. Wie gesagt, ansonsten räume ich einfach mal den Biberbau leer, den wir gesehen hatten. Nur vorher ein bisschen aufräumen sollte ich. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich möchte nämlich nicht beim Ausräumen irgendwie von einem Spino in den Hintern gezwickt werden oder so. Das wäre ein bisschen unangenehm. So finden wir hier jetzt leider nichts. Ich sehe auch im Dunkeln nichts. Ich werde mal schauen, dass ich euch das ein bisschen heller mache, damit ihr auch irgendwie was erkennen könnt.
Das wäre natürlich gar nicht so verkehrt. Aber ich sehe jetzt gerade wirklich ein Biber! Welcher Biber ist höher? Geh mal weg da. Da, Biber Level 9. Da waren noch eben zwei Biber, oder nicht? Da ist noch ein Biber. Okay, du warst, glaube ich, der Neuner, richtig? Nee, 28. Meins als Einzelkind. Komm mit, Biber. Jetzt geht's ab nach Haus. Der ist irgendwie total knuffig. Da ist ein Rex. Ah, schade, den können wir jetzt leider nicht mehr mitnehmen. Oh nein, ich habe ganz schlimm Hunger. Aber ich habe noch ein paar Beeren. Oh Gott, ich habe noch ganz viele Beeren. Das ist natürlich sehr gut. Ich noch mehr Beeren. Ich weiß gerade gar nicht. Braucht der Biber Fleisch oder Beeren? Der braucht bestimmt Beeren, ne? Oder braucht der Fisch? Der braucht ja wohl keinen Fisch, oder? Dann habe ich gleich ein kleines Problemchen. Aber wir können ja erstmal in unserer Box lassen und dann ist ja alles gut. Da sollte er ja nicht rauskommen. Es sei denn, er knabbert uns die Holzwände kaputt. Was eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich wäre. Aber ich glaube nicht, dass er das tut. Er ist ein Biber mit Benehmen. So, ein kleines Stückchen haben wir aber noch bis nach Hause. Ein bisschen musst du da hinten noch durchhalten. Kleiner Biber. Ein etwas hübscherer Biber wäre schön gewesen, oder ein etwas höherer Biber, aber ich nehme jetzt erstmal diesen Biber. Ein Albino-Biber wäre auch schön. Und so langsam klingt das Wort Biber lustig. Biber, 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 Biber. Finden wir hier vielleicht einen Ersatzbiber? Aber eigentlich würde ich das schon ziemlich gemein finden. Ah, hier kreucht und fleucht aber auch so einiges noch durch die Gegend. Da ist noch ein Biberbär. Die Crate nehme ich jetzt nicht mit, weil ich möchte den Biber nicht loslassen. Das ist mein Biber. Und ich werde ihn nie wieder hergeben. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe ja jetzt nicht, dass ich ihn denn beim Betäuben erschieß. Also töte, statt zu betäuben. Ihr wisst, was ich meine. Das ist etwas, was ich ja durchaus auch noch schaffen könnte. Oh, ich verflatter mich ein bisschen. Verflatter ich mich jetzt nicht auch? Ich flatter doch in die falsche Richtung, oder? Los, beweg dich. Nee, ich flatter nicht in die falsche Richtung. Alles gut. Alles gut. Natürlich flatter ich nicht in die falsche Richtung. Mensch, was denkt ihr denn? Der Biber macht überhaupt keinen Gewichtsunterschied, oder? Oder er ist einfach sehr leicht. Aber wenn ich jetzt mir da oben so die Gewichtsangabe von Tyrion angucke, ist da, glaube ich, kein Unterschied. Nicht, dass ich böse drum wäre. Ich nasche in der Zwischenzeit nochmal was. Die guten Bären. Dass wir von den ganzen Bären, die wir hier teilweise futtern und auch durcheinander futtern, nicht irgendwie mal die Flatter kriegen, ne? Das ist. Sag mal, Leute, mir fällt gerade was auf. Wo ist Dimo? Dimo ist doch ja wohl nirgends gestorben, oder? Ich meine, ich hatte schon mit ihm abgeschlossen, deswegen mache ich mir da jetzt gerade nicht so die Gedanken, aber. Naja, vielleicht ist er ja beim nächsten Einloggen plötzlich wieder da. Man weiß es nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. So, wie weit haben wir es denn noch bis nach Hause? Nicht mehr weit. Gott, die Sonne blendet von hinten. So, jetzt noch hier am Redwood entlang und den. Dann haben wir es auch gleich. Da haben wir den Biber zu Hause. Auch der Biber sieht aber irgendwie knuffig aus. Wie er in die Kamera luschert. Ist schon niedlich. Ziemlich niedlich. Und dann mal gucken, was uns der Biber für gute Dienste leistet. Und mal gucken, ob wir uns irgendwie
ein Oberteil aus Pelz basteln können. Das wäre auch schön. Ich weiß echt nicht mehr, wie viel Pelz wir zu Hause hatten, aber ich glaube, das war ganz, ganz wenig. Aber vielleicht reicht es ja. Das wäre so schön. Denn ein Wölfchen hätte ich doch auch so gerne mal. Allerdings, wenn es nicht reicht, ist das auch nicht so schlimm. Denn mit dem Biber haben wir jetzt erstmal eine super Methode, um Holz zu farmen. Mit, wie heißt denn unsere Kugel nochmal? Rollo. Mit Rollo haben wir eine gute Möglichkeit, Stein zu farmen. Und dann können wir erstmal unser neues Häuschen zu Ende basteln. Und dann können wir erstmal umziehen. Das ist natürlich auch was. Nachdem ich jetzt ja die super Alternative zu einer stinknormalen Tür habe, ist das natürlich gar nicht verkehrt. Oh, und da schon wieder, oh, die sind zu geil. Da. Grandios. Und mein Hals kratzt gerade ein bisschen und ich brauche mal ein sicheres Plätzchen zum Hinsetzen. Ich hoffe, dass uns der Biber gleich nicht abhaut, wenn ich mich kurz hinsetze. Und noch weniger hoffe ich, dass er uns angreift. Das wäre irgendwie doof. So, komm mal hierher. Hier scheint das einigermaßen sicher zu sein. Okay, da oben ist ein Skorpion, aber der ist ja nicht hier unten. So, wenn wir uns jetzt hinsetzen einfach nur. Okay, dann ist der Biber da und wackelt ganz gemütlich vor sich hin. So. Mann, ist der dick. Schon ein bisschen niedlich. So, dann komm wieder mit. Wir können weiter. Die kurze Pause reicht ja voll und ganz. Tyrion ist ja ein Titan der Stamina. So, wie weit sind wir? Wir sind... Oh, wir müssen ein Stückchen ablenken. Und wir müssen wieder raus. Ich mag die First-Person-Sicht auf dem Reittier irgendwie nicht. Oh, schade. Diesmal guckt der Biber in die falsche Richtung. Der hat eben so süß in die Kamera gelinst. Jetzt guckt er in die andere Richtung. Ist ja doof. Deswegen werde ich ihn jetzt aber nicht nochmal... Ah, da. Jetzt guckt er... Oh Gott, jetzt guckt er direkt... Oh, wie süß ist das? Der guckt uns jetzt direkt an. Das ist ja voll niedlich. So, ich will jetzt aber auch nicht noch höher fliegen, nur damit ich in seine Schnute gucken kann.